Ja, es ist natürlich ganz ein tolles Event. 50 Jahre, eine nationale Meisterschaft, immer am gleichen Ort zu haben. Das ist sensationell und von dem her freut es uns sehr, dass wir das Jubiläum dürfen feiern. Ja, es sind natürlich alle grossen Schweizer Spieler, die Rang und Namen haben, haben hier gespielt, haben dann auch zum Teil den Titel gewonnen. Angefangen von Roland Stadler, Markus Günthardt, Jakob Lasek, der Roger Federer ist später gekommen, hat dreimal den Titel geholt, der Severin Lütti, sein Coach, hat dann sogar viermal geholt, Belinda Bencic, die ihn geholt hat, Martina Hingis, die mit 11 den U18-Titel geholt hat, oder auch Stefanie Vögeli. All die haben hier gespielt und haben den Titel geholt. Ja, es sind natürlich sehr viele schöne Erinnerungen, die ich da natürlich habe Medaillen mit heine und ja, auch ein super Match gespielt. Für mich ist das natürlich ein ganz kleines Mädchen, also wirklich immer ein Meilenstein in meiner Karriere. Nein, es war immer ein super Match und man wusste, man muss immer an die Limite gehen. Und ja, ich habe auch nichts zu verlieren natürlich, mit meinem Alter mit 12 U18 zu spielen. Das war natürlich auch lässig, weil man hat eigentlich frei auftreten, aufspielen und nichts zu verlieren hatte. Ja, das war ein mega tolles Erlebnis. Ich meine, dass sie kam, schauen, dann ist man ein bisschen nervöser wie sonst, weil man denkt so, wow, ein Weltstar ist da in der gleichen Halle zuschauen. Und nein, ich habe es wirklich genossen.